So, guten Tag. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich gehe mal aus der Präsentation. Ich darf Sie begrüßen hier zur Pressekonferenz zur zweiten Pegida-Studie des Lehrstuhls für politische Systeme. Ich stelle mich selbst kurz vor, denn ich bin der Moderator heute. Ich bin Christoph Meißelbach und bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Lehrstuhl von Herrn Patzelt. Ja, es wird gehen um die Entwicklung der Pegida-Bewegung. Wie gesagt, es ist die zweite Studie und jetzt dadurch, dass die zweite Studie auch noch umfänglicher war als die erste, ist es jetzt möglich, ein wirklich differenziertes Bild zu zeichnen. Das sollte im Folgenden auch getan werden. Ich möchte kurz den Pressevertretern sagen, was sie vor sich haben. Einerseits die Pressemitteilung, die sie schon gesehen haben, andererseits den Foliensatz, der in einer sehr gekürzten Version jetzt hier präsentiert werden wird. Also wenn Sie mitblättern, werden Sie vielleicht ins Stolpern kommen, weil viele Folien ausgeblendet sind, damit es hier schön knackig ist. Die komplette Studie im Umfang von 100 Seiten ist dann über die Website des Lehrstuhls runterladbar, genauso wie die Präsentation und die Pressemitteilung für alle anderen. Einige wenige dieser Exemplare halten wir vor und Frau Bochmann würde dann auf Anfrage einzelne rausgeben, aber wir bitten Sie, das runterzuladen, wenn es möglich ist. Noch ein kleiner Hinweis, wir haben viele Gäste da, was ja auch schön ist. Es ist ein wichtiges Thema für diese Stadt und diese Region und wir begrüßen natürlich auch Sie ganz herzlich. Aber das hier ist eine Pressekonferenz und das Format sieht vor, dass die Fragen nach dem Vortrag den Pressevertretern vorbehalten sind. Also haben Sie bitte Verständnis, wenn wir nicht jeden mit Fragen drannehmen können. Sollten die Pressevertreter wieder erwarten, gar keine Fragen haben, dann kommen Sie sicher auch zum Zug. Aber haben Sie bitte Verständnis, dass wir sozusagen die Textsorte dieses Formats beibehalten. Ja, das ist so viel zur Vorrede. Ich möchte Ihnen kurz die beiden Herren auf dem Podium vorstellen. Zu meiner ganz linken Christian Eichert, Mitarbeiter auch von Herrn Patzelt wie ich. Er hat die operative Leitung der Erhebung geführt und noch einiges andere Wichtige bei dieser Studie und weiß ziemlich auch die Koordination der vielen studentischen Helfer, die wir hatten und denen wir auch sehr dankbar sind. Und näher an mir zu meiner Linken den Herrn, den Sie kennen, Professor Patzelt, unser Lehrstuhlinhaber und Leiter und Verfasser der Studie, und demselben erteile ich hiermit auch das Wort. Also, ich fange an mit 2 bis 3 Danksagungen. Erstens danke, dass Sie sich interessieren und gekommen sind, obwohl Pegida wahrscheinlich demnächst doch verlöschen wird. Seine Lebenszeit ist durch die Oberbürgermeisterkandidatur gleichsam künstlich verlängert worden. Und ob Pegida im Herbst wieder Auferstehung erlebt, das ist etwas, was ich bezweifle. Aber ich habe in meinen Prognosen über das Ende von Pegida schon einmal falsch gelegen und es kann sein, dass ich wieder einmal falsch liege. Das ist nun mal das Schicksal von Leuten, die keine Historiker sind. Zweiter Dank geht an Herrn Eichert. Herr Eichert hat sozusagen die schwierigste Arbeit bei der ganzen Studie geleistet. Er hat Studenten rekrutiert, ohne die das alles nicht gegangen wäre. Dank 2a an alle Studierenden, die hier sein sollten und sich an der Studie beteiligt haben als Interviewer. Ohne euch wäre das alles nicht gegangen. Insbesondere, wir hatten, dazu später mehr. Er hat die Schulung der Interviewer durchgeführt, er hat die Feldarbeit überwacht, er hat dafür gesorgt, dass die Daten skrupulös und fehlerfrei eingelesen worden sind. Und erst als die ganzen wirklich schweren Arbeiten erledigt waren, bin ich auf den Plan getreten, nachdem ich freilich den Fragebogen selbst zu verantworten hatte, und habe die Datenanalyse durchgeführt. Zum Dritten danke ich sehr meinen Mitarbeitern, Herr Meißelbach, Frau Bochmann und anderen, denn ohne sie alle, also ein wirklich tolles Team, würde das nicht so laufen, dass wir uns so nebenbei solche Studien leisten können. So, genug der Vorreden, genug des Dankes und zur ersten 17. Vorbemerkung. Es geht um Pegida nach dem Knall. Was ist der Knall? Der Knall ist dieser Zerfall des Organisatorenteams, jener Knall nach der letzten großen Demonstration mit 17.500 Demonstranten, als dann aus ganz bescheidenen Anfängen wieder, auf mein Erwarten, überhaupt wieder Pegida auf die Straße gekommen ist und in einigen Tausenden, 3000 sind es wohl derzeit, wieder demonstriert. Das ist der große Knall, wo sozusagen die Blase, auch der Hype Pegida, zerplatzt ist und anschließend mit extrem reduzierter öffentlicher Aufmerksamkeit und auch ziemlich reduzierter öffentlicher Erregung wieder weiter unterwegs ist. Und wir reden über Dresdens Pegida, über die Demonstranten in Dresden. Wir reden nicht über Pegida in ganz Deutschland,
Wir reden nicht über Facebook Pegida, obwohl ich an einer Stelle sehr intensiv darauf hinweisen werde, dass Facebook Pegida und Straßen Pegida zweierlei sind, mit Überschneidungsbereichen, aber dazu an anderer Stelle mehr. Wir reden über die Demonstranten hier auf der Straße, also über jene, die das große Phänomen Pegida dargestellt und so lange die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. So, und jetzt bräuchte ich eine Hilfe. Ah ja, jetzt haben wir es erledigt. Was haben wir gemacht? Wir haben im April und im Mai die Pegida-Demonstranten befragt. Warum zweimal? Naja, weil der Wettergott ab und zu anders spielt. Nachdem Pegida wieder aufgeblüht war und als der Wilders kam, da sogar ziemlich viele auf sich gezogen hat, kamen immer wieder Leute auf mich zu und fragten mich, was läuft denn da, was ist da los? Und das Einzige, was ich sagen konnte, war, was ich hörte, nämlich das hat sich rechtsradikalisiert oder hat sich nicht. Kurzum, während ich bis zum großen Knall wirklich wusste, was Pegida ist, wusste ich es dann nicht mehr. Und das hat mich gestört. Infolgedessen hatte ich die Absicht, eine Nachfolgestudie zu machen, um zu wissen, was ist denn dieses im verkleinerten Maßstab neu auf die Straße gehende Pegida, was stimmt an all dem, was man so liest und hört. Und wir hatten, angeleitet von Herrn Eichert, eine riesige Menge von Interviews aufgetrieben und wollten in der zweiten Demonstration nach der großen mit Wilders wirklich eine stattliche Anzahl von Pegida-Demonstranten befragen, um sehr differenziert ausfindig zu machen, was ist der Fall. Und dann regnete es wie aus Kübeln. Es regnete wie aus Kübeln, es kam nur sozusagen der ganz harte Kern von Pegida. Und das enttäuschte uns zunächst, bis ich begriff, das ist unsere große Chance. Denn wer da bei Pegida war, der wollte wirklich da sein. Aber wir wollten natürlich dann einen Vergleich und haben am Montag drauf noch einmal eine Erhebung gemacht und haben folglich jetzt in dieser zweiten Studie zwei direkt aufeinanderfolgende Erhebungen und können das vergleichen mit den Daten aus dem Januar, weil wir haben die Fragen aus dem Januar wiederholt und mit ungefähr der gleichen Anzahl von zusätzlichen Fragen differenziert ergänzt. Der Schwerpunkt diesmal war das soziografische Profil, also wer ist wirklich auf der Straße, die politische Haltung, wie ist es mit Ausländerfürchtigkeit, Ausländerhass, Rassismus, wie ist es mit Islam, Demokratiekritik und insbesondere, welche Rolle spielt Facebook und was ist gemeinsam oder verschieden zwischen Facebook-Pegida und Straßen-Pegida. Einige Lücken habe ich leider Gottes zu verantworten, aus verschiedenen Gründen. Wir haben keine Fragen drinnen über die von Pegidianen immer häufiger geäußerte Kritik an Globalisierung, am Kapitalismus, über die Russlandpolitik, über das Verhältnis zu den USA, Anti-Amerikanismus, was sehr interessante Übergänge in andere politische Diskurse sind. Da habe ich leider zu verantworten, dass wir danach keine Fragen gestellt haben. Wir haben es diesmal garantierbar geschafft, repräsentative Stichproben zu haben. Das letzte Mal konnte ich nicht garantieren, dass die Stichprobe repräsentativ ist, woraus dann manche gemacht haben, sie sei nicht repräsentativ. Diesmal können wir garantieren. Wir haben ein verkleinertes Abbild der Grundgesamtheit der Pegidianer. Das ist die Anzahl der Interviewer. Wir haben auch erhoben, wo die Interviewer politisch stehen. Auf einer Skala zwischen 1 ganz links und 5 ganz rechts ist der Durchschnitt, Sie korrigieren mich, wenn ich was Falsches sage, 2,2. Also durchaus erkenntlich links von der Mitte. Das nur dazu, weil oft der Eindruck entsteht, dass wer über Pegida was sagt, ein geheimes Einvernehmen mit Pegidianen haben müsste. Unsere Interviewer hatten ganz gewiss größtenteils kein geheimes Einvernehmen mit Pegida-Demonstranten. Das sind die Zahlen, die wir angesprochen haben, die Ausschöpfungsquoten. Die Stichproben bestehen dann aus 271 bei der Regendemonstration, 434 bei der Schönwetterdemonstration. Wenn Sie schriftliche Umfragen machen, inzwischen auch manche telefonischen Umfragen, kommen Sie auch nicht auf wesentlich höhere Ausschöpfungsquoten. Also das tut der Repräsentativität keinen Abbruch. Wir haben keine Verzerrungen in den Stichproben erkennen können, außer den Veränderungen, die sich eben dadurch ergeben, dass die Teilnehmerschaft von Pegida sich verändert hat. Ja, und das restliche Zeug hier müssen wir nicht behandeln. Frage Nummer 1, wer demonstrierte denn da? Wer steht denn jetzt auf der Straße? Mein Kollege Vorländer hat große Überraschung ausgelöst, als er bei der überhaupt ersten Pegida-Studie uns gezeigt hat, dass da nicht einfach der Mob auf der Straße steht, sondern Leute, die eine anständige Ausbildung haben und auch nicht gerade unterschichtige Randexistenzen sind. Also wir haben das diesmal alles überprüft und wir finden das Bild bestätigt, das schon Vorländer gezeichnet hat mit leichteren Retuschen. 77% Männer, Durchschnittsalter ja, 51,
im April, beim harten Kern 49 im Mai, 46 im Januar, als wir noch den anderen Personenkreis hatten, als viele zum ersten oder zweiten Mal bei einer Demonstration gewesen sind. Also an vielen Befunden dieser Art sehen Sie, dass wir jetzt wirklich so beim harten Kern von Pegida sind. Über die Hälfte verheiratet oder getrennt leben, was ja auch ab und zu vorkommt, sozusagen für eine frühere Generation übliche Lebensläufe. 78% konfessionslos, üblich für die neuen Bundesländer, nicht unwichtig für die Wahrnehmung von Islam. Wo kommen die her? Ja, die meisten kommen aus Dresden, aus dem Dresdner Umland, ein weiteres Viertel. Also es ist der Einzugskreis durchaus ein lokal geprägter. Die meisten haben so an 14 Demonstrationen teilgenommen. Ja, 70% waren schon 1989 beim Demonstrieren. Sie sehen, dass die meisten erwerbstätig sind oder nach einer Berufslaufbahn sich jetzt im Ruhestand befinden. Also das, was man früher eine normale Karriere genannt hätte. Wo stehen die finanziell? Wir haben vom Statistischen Landesamt das Durchschnittsbrutto in die Frage eingefügt und dann gefragt, bist du ungefähr in der Größenordnung, drunter oder drüber? Und Sie sehen, dass über die Hälfte angibt, niedriger als das Durchschnittseinkommen zu verdienen. Den maximalen Bildungsgrad haben Sie hier aufgetragen. Und wenn man das alles zusammenfasst, finden wir auf der Straße bei Pegida im Grunde das, was wir im Januar schon im Wesentlichen gefunden haben, berufstätige Leute oder ehedem berufstätige Leute mit traditioneller Biografie und einer guten, freilich praktischen und nicht akademischen Ausbildung in der Regel mit unterdurchschnittlichem Einkommen. So, und jetzt kommen wir zu den eher spannenden Fragen. Wie schaut es aus mit dem Rechtsradikalismus bei den Pegidianern? Wo stehen sie politisch? Wir haben die in der Sozialforschung nicht unübliche Skala von 1 bis 5 angewendet. Die roten Säulen sind Januar, die blauen Säulen sind der ganz harte Kern bei der Regendemonstration im April, die grünen Säulen sind jene eine Woche später. Es ist unverkennbar, dass sich jetzt die Leute mehr rechts einstufen als im Januar. Ist das ein Rechtsruck? Ist das eine Radikalisierung? Wenn man einen sehr schwachen Begriff von Radikalität hat, erkennt man eine Radikalisierung. Man erkennt einen Rechtsruck, aber er besteht nach dem, was die Gesamtheit unserer Befunde zeigt, er entsteht dieser Rechtsruck durch eine Veränderung des Teilnehmerkreises. Die Hardcore-Pegidianer sind geblieben, die Neugierigen, die sind nicht mehr da. Entschuldigung, ist das die Selbsteinstufung? Ja klar, die Selbsteinstufung. Die Selbsteinstufung. Wir blicken in die Köpfe der Leute rein und verstehen sie von innen heraus. Bedenken kann man an solchen Stellen, dass natürlich je nachdem, wo man politisch steht, man das eigene als normal hält. Ein Rechter wird wahrscheinlich eine mittige Position als links empfinden und eine klar rechte Position als mittig. Ein Linker wird wahrscheinlich eine mittlere Position als rechts empfinden und eine mittlere Position als mittig. Infolgedessen kann man durchaus interpretativ erschließen, dass das Ganze sozusagen um einen halben oder einen ganzen Skalenpunkt nach rechts zu verschieben ist. Weil aber unsere Analysen sich auf die Selbstverortung bezogen, die relative, eher links verorte ich mich als Rechter oder eher rechts als Rechter, ist von der absoluten Kalibrierung, ist es genau die Mitte, genau der rechte Rand, unsere Analyse voll und ganz unbetroffen. Wann immer wir Links-Rechts-Effekte haben, es sind Links-Rechts-Effekte in der Selbstverordnung der Befragten. Und Sie werden bei allen Bildern sehen, dass die Stichproben von Januar, April und Mai ziemlich ähnliche Bilder liefern. Sie unterscheiden sich nur dann, wenn es in der Sache Unterschiede gibt, nämlich dass jetzt der Teilnehmerkreis rechter zusammengesetzt ist und dass die öffentlichen Diskurse und Probleme sich anders entwickelt haben, dann gibt es Unterschiede, sonst haben wir kaum welche gefunden. Welche Partei würden die Pegidianer wählen, wenn es Bundestagswahl wäre? Vergleichen Sie wieder rot mit den anderen Säulen. Es ist im Grunde das gleiche Bild. Die meisten würden keine von den etablierten Parteien wählen. Ein nennenswerter Teil gestiegen, ginge jetzt überhaupt nicht wählen. Also die Ausgrenzung ist gelungen. Aber ob das gut im Sinn der Demokratie ist, dass man Leute zum Nichtwählen bringt, das ist dann doch zu bezweifeln. Tja, und hier, da setzen die immer noch ihre Hoffnungen drauf. Folglich kann man sich die Frage stellen, hat die AfD hier nicht eine besondere Aufgabe in unserem politischen System, diese je nachdem, ob sie sich zerlegt oder nicht zerlegt, erfüllen kann oder nicht. Und Achtung, der ist jetzt schon auch gestiegen. Der ist jetzt schon auch gestiegen. Der Anteil derer, für die jetzt die NPD wählbar ist, auf 10%. Und wir werden auf diese Größenordnung noch bei manchen Folien zu sprechen kommen. Klar, Pegida heute ist klar rechter als im Januar. Sie ist rechter, diese periodische Demonstration, weil sozusagen die weniger Rechten weggeblieben sind und das zu einem stark rechten Unternehmen geworden ist. Wie schaut es aus mit Rechtsradikalismus? Es gab ja immer die Frage,
an Pegidianer, wieso erlaubt ihr, dass Rechtsradikale bei euch sind? Wir haben gefragt, was hältst du von der These, dass es gut wäre, wenn an Pegida-Demonstrationen keine Rechtsradikalen teilnehmen? Das ist der Befund. Er ist an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Die spannende Frage, die spannende Gruppe sind wieder diese 10%, die wir vorhin schon gesehen haben. Es sind nicht genau die gleichen. Aber es gibt hier so überkreuzende Personenkreise. Am Schluss werden wir sehen, was für eine Gruppe das ist. Das ist eine bemerkenswerte Untergruppe und unsere Aufmerksamkeit wird sich noch näher auf sie fokussieren. Jeder beantworte für sich selbst. Die Frage ist nun Pegida insgesamt eine Ansammlung von Rechtsradikalen. Ich bin nur dazu da, Fakten zu berichten. Schlussfolgerungen ziehen Sie bitte selbst. Anwendung von Gewalt gegen politische Gegner ist in manchen Situationen in Ordnung. Damit wollten wir so das Gewalttätigkeitspotenzial erkundern. Und das sind die Aussagen. Immer blau mit grün vergleichen. Blau ist der harte Kern bei der Regendemonstration. Grün ist die Sonnenscheindemonstration mit den heutigen Normal-Pegidianern. Hier mal wieder eine nette, interessante Gruppe. Die Gewalttätigkeit für halbwegs akzeptabel halten. Da sind wir jetzt deutlich über 10%. Korrelationsanalysen, die im Forschungsbericht ausführlich dokumentiert sind, kann sich also jeder runterladen. Da steht bei jeder Variable, was womit zusammenhängt und dann noch ein Gesamtbild am Schluss. Wer der Gewaltanwendung gegen Gegner zustimmt, der steht besonders weit rechts, der ist jünger, der stimmt klar weniger der weiteren Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern zu, was ohnehin auf große Ablehnung bei Pegidianern trifft. Er meint eher, es solle weniger Ausländer in Deutschland geben und er meint weniger friedliche Muslime, selbst friedliche Muslime. Wir reden hier nicht von dem Islam, den es als den Islam ja gar nicht gibt, aber wir reden von konkreten Menschen, so friedlich wie normale Deutsche. Das meinen die, gehöre auch nicht zu Deutschland. Kurzum, hier fängt an, sich jener sozusagen hässliche Pegidianer zu zeigen, den viele von den Pegida-Kritikern und Pegida-Gegnern insgesamt typisch für Pegida halten. Das ist jener Teil, den manche für das Ganze halten. Den Teil gibt es und wir werden den Teil noch näher erkunden. Ausländerhasser. Eine Frage war, Deutschland oder eine These zu beurteilen war, Deutschland soll weiterhin politisch verfolgte Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge aufnehmen, haben wir bei allen drei Umfragen gestellt. Die Entwicklung ist offenkundig. Es hat sich die Sache in eine eher xenophobe Richtung entwickelt. Gleichwohl, es gibt eine grundsätzliche Bereitschaft, das ist eine der Aussagen dieser Folie, es gibt einen veränderten Teilnehmerkreis bei Pegida, schon mehrfach angesprochen. Ja, und es gibt wenigstens in den Augen von Pegidianern sich verschärfende Probleme. Wie schaut es mit Asylbewerbern aus? Tja, Asylbewerber sind für die Pegidianer das zentrale Problem. Die Bürgerkriegsflüchtlinge, also tatsächlich in Not befindliche, sind weniger das Problem. Und bei den Asylbewerbern kommt bei den Diskussionen, die Pegidianer führen oder die man mit ihnen führen kann, kommen dann sofort die Probleme mit der passiven Asylpolitik, mit den ewig lang dauernden Asylverfahren spielt, dass über das Asylrecht quasi ein Einwanderungsrecht vorhanden ist, weil von den abgelehnten Asylbewerbern auch kaum jemand abgeschoben wird. Das ist der Problemkomplex, der einfach vor Augen steht, und der durch die reale Entwicklung, auf die wir uns ja alle miteinander einstellen, ja nicht verschwinden wird. Und das wird Pegida weiter nähren, ist meine These. Wir haben danach gefragt, ob jemand meint, dass es einfach zu viele Ausländer in Deutschland gibt, also Ausländer raus. Wer dieser These zustimmt, der hat folgende Eigentümlichkeiten. Vergessen Sie die Ziffern, die sind wissenschaftlich nicht uninteressant. Auf diesen Ziffern gründet das Argument. Die zentralen Aussagen sind in Worten formuliert. Wer weniger Ausländer in Deutschland will, der steht politisch weiter rechts, der meint, wir nehmen zu viele Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge im Zug einer passiven Einwanderung auf, der meint auch weniger, das sollte dieses Land in Zukunft weiterhin tun. Und an der Stelle muss sich dann jeder die Frage vorlegen, worauf deutet das hin? Ist das Ausländerhass, der sich gegen Ausländer richtet, oder ist das das Gefühl, das sagt, ja genug ist genug, jetzt sollen die anderen auch einmal. Ich bin nur dafür da, Ihnen Fakten mitzuteilen, die Schlussfolgerungen ziehe jeder selbst. Wer wenigen Ausländer in Deutschland will, der meint auch stärker, niemand solle in einem Land leben, in das er nicht passt, aus welchen Gründen auch immer, Religion, Verhalten, Kultur, Aussehen, solle dort nicht leben. Ist das kulturalistischer Rassismus?
Wer weniger Ausländer in Deutschland will, der fühlt sich eher als ein deutscher Patriot. Mit einem ganz klaren Profil, das in den Unterlagen drinnen steht. Und wer weniger Ausländer in Deutschland will, der stimmt stärker der Aussage zu, wer Deutschland nicht mag, der soll halt dieses Land verlassen. Oder wer in Deutschland Einfluss haben will, dass sich nach seinen kulturellen oder sonstigen Bedürfnissen etwas richtet, der soll erst einmal für dieses Land etwas leisten. Diese zwei Thesen sind ziemlich wörtlich Positionen entnommen, die man auf Pegida-Veranstaltungen immer hört, sodass wir im Originalton Pegida, Originalstimmung Pegida abgreifen konnten. Und das ist ja der Zweck der Übung gewesen. Islamfeindlichkeit von Pegida. Die Frage, die wir schon im Januar gestellt hatten, lautete, oder die These, die zu beurteilen war, lautete, ein Islam, der so friedlich ist wie das heutige Christentum. Und das heutige Christentum in Deutschland ist keine besonders gewalttätige Religion. Sie ist im Alltag weitgehend unauffällig. Also so ein Islam, der gehört zu Deutschland. Und die Antwort ist klar. Sie sehen auch, dass sich was bewegt hat. Es hat sich was bewegt. Es ist die Teilnehmerschaft nicht mehr so offen, wie sie einmal gewesen ist. Das liegt einfach an der Veränderung der Teilnehmerschaft hin zum harten Kern von Pegida. Und es ist ganz unübersehbar. Aversion gegen den Islam, selbst in einer als ganz friedlich vorgestellten Form, bewegt viele Pegidianer. Die Hintergrundfaktoren, die man in den Korrelationsprofilen sieht, lassen sich so zusammenfassen. Und es sind die gleichen, die wir im Januar schon gesehen haben. Je zuwanderungsoffener jemand ist, desto islamfreundlicher ist er. Und je linker jemand ist, was immer unter rechten links heißen will, also nicht ganz so rechts wie andere, ist eine Version, das auszudrücken, je linker jemand ist, desto islamfreundlicher ist er. Und so zeigen sich hier sehr unterschiedliche Demonstrantengruppen. Wir haben diesmal eine neue Frage noch eingefügt, weil den Islam gibt es ja nicht. Er hat ganz unterschiedliche Gesichter. Wir haben auf konkrete Menschen abgestellt, die unter uns leben. Deutschland hat 4 Millionen Muslime. Und von den Muslimen in Deutschland sind 2 Millionen Deutsche. Also wir haben keine kleine Minderheit. Wir haben muslimische Mitbürger, die ganz normal in vielen Fällen so leben wie unser eins. Solche Muslime, so friedlich wie die allermeisten Deutschen, von denen ein großer Teil auch Deutsche sind, die gehören zu Deutschland. Naja, das ist das Ergebnis. Schaut etwas anders aus. Hier gibt es keine klare Position. Das verteilt sich. Das verteilt sich. Manche eher, ja, das könnte schon in Ordnung sein, manche ganz skeptisch. Jene, die dem gar nicht zustimmen, die werden wir noch näher betrachten und erkunden. Die überwiegende Pegida-Sicht aus vielen Gesprächen und Internet-Einträgen rekonstruierbar lautet, naja, friedliche Muslime, mit denen könnte man schon zusammenleben. Aber ich traue der Sache nicht. Ein friedlicher Islam ist, ja was denn, manche behaupten denkunmöglich, manche behaupten, der kann es faktisch nicht geben und sie verweisen auf Geschichte und Gegenwart. Pegidianer glauben überwiegend nicht daran, dass es sowas wie einen friedlichen, mit der FDGO kompatiblen Islam geben könne. Und folglich die große Skepsis auch Muslimen gegenüber. Und so zeigen sich eben wieder unterschiedliche Demonstrantengruppen, die wir dann näher ansehen müssen. Rassisten! Angeblich hat früher der Schlachtruf nie geheißen, Pegida Faschistenpack, wir haben euch zum Kotzen sagt, sondern immer sei gerufen worden, Pegida Rassistenpack, wir haben euch zum Kotzen sagt. Ich habe es zwar früher anders gehört, aber das kann wie bei einem Autounfall sein, wo sich alle Beteiligten danach unterschiedlich erinnern. Folglich bleibe diese Frage offen. Die Frage lautet, marschieren da lauter Rassisten? Denn das ist das, was man auf Facebook und in Zeitungen des Öfteren liest. Eine der Fragen, mit denen wir das erkunden wollten, war, niemand sollte in einem Lande leben, in das er aufgrund seiner Kultur, seiner Religion, seines Verhaltens oder seines Aussehens nicht passt. Da ist viel zusammengepackt, hätten wir mehr Zeit, mehr Platz gehabt, hätten wir das Ganze in 4 Fragen aufgespalten, wie soll sozialwissenschaftlich der Stand der Kunst ist, aber manchmal muss man auch als Archäologe Notgrabungen machen. Das ist das, was rausgekommen ist. Blau April, Grün Mai. Sie sehen durchaus Unterschiede zwischen Hardcore und Softcore, bei Stimme sehr zu und Stimme zu. Und das ist die Gruppe, die uns sehr interessiert. Das sind jene, die nun wirklich sagen, niemand soll dort leben, wo er, weil er anders aussieht oder eine andere Religion hat, nicht hinpasst. Was sind das für Leute? Naja, das Etikett, das meistens verwendet wird, ist kulturalistischer Rassismus. Kulturalistisch wird meistens weggelassen, weil heute die Vorstellung eh die ist, dass das Biologische auch nur eine kulturelle Konstruktion ist. Infolgedessen läuft alles einfach auf Rassismus hinaus.
Ja, das möge jetzt jeder auch anhand der weiteren Befunde näher für sich erkundern. Wir halten einstweilen fest, dass sich eben unterschiedliche Demonstrantengruppen abzeichnen. Die erkunden wir näher, indem wir auf Korrelationsprofile gucken. Und hier stelle ich die wichtigsten Dinge zusammen. Wer meint, dass eben niemand in einem Land leben solle, in das er nicht passt, das sind genau jene, die auch meinen, wir nehmen zu viele Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge auf. Das sind jene, die meinen, es soll überhaupt weniger Ausländer in diesem Lande geben. Und hier muss jeder für sich die interpretierende Frage beantworten. Zeugen diese Zusammenhänge von Rassismus oder vom Gefühl, ja, genug ist genug? Die Daten sagen das nicht. Es ist die Interpretation und für die ist jeder selbst verantwortlich. Wer meint, niemand soll in einem Land leben, in das er nicht passt, der meint auch, dass friedliche Muslime, Achtung, friedliche Mitbürger, nicht zu Deutschland gehörten. Ist das jetzt kulturalistischer Rassismus oder ist das einfach Ablehnung von Fremden? Ihre Aufgabe, das zu interpretieren. Wer meint, niemand soll in einem Land leben, in das er nicht passt, der stimmt auch stärker der Aussage zu, wer Deutschland nicht mag, soll Deutschland verlassen. Wenn es dir hier nicht gefällt, weil das Land nicht so ist, wie du dir es erwünscht, wieso bleibst du hier? Das ist eine sehr weit verbreitete Grundhaltung. Der meint auch stärker, wer in Deutschland Einfluss will, der soll erst einmal für das Land leisten. Also nicht gleich fordern, sondern erst einmal. Ist das kulturalistischer Rassismus? Oder ist das ein Denken in Vorbedingungen für Akzeptanz? Wir würden dich akzeptieren, wenn du das Land akzeptierst, wie es ist und wenn du dich einbringst. Wovon zeugt dieser Zusammenhang? Ich zeige Ihnen nur den Zusammenhang und er ist da. Was er bedeutet, erschließt sich beim Blick auf alles. Und wer meint, das was oben steht, der fühlt sich auch eher als deutscher Patriot. Empfindet sich von unseren Parteien und Politikern wenig vertreten. Das sind jene, die sozusagen verantwortlich sind für die passive Einwanderungspolitik dieses Landes, weil sie wahrscheinlich auch nichts ändern können, denn manches sind einfach Grundrecht auf Asyl, manches ist Europarecht oder europarechtlich geregelt, wie die Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen, manches ist nicht steuerbar wegen der Freizügigkeit im Schengen-Raum, dann ist der einzelne Politiker natürlich nicht verantwortlich für die Zustände. Aber wenn die Bevölkerung den Eindruck hat, niemand ist für was verantwortlich, da gibt es auch ein paar Probleme in einer Demokratie zumal. Also, ist dieser Zusammenhang einer, der davon zeugt, dass bei Pegida eine rassistische Minderheit auf der Straße steht, oder dass es Leute sind, die empört darüber sind, dass wir Zustände haben, von denen sie nicht glauben, dass sie sich gut entwickeln. Ich kann Ihnen bloß die Zusammenhänge zeigen. Die Schlussfolgerungen ziehen Sie bitte selbst. Wie schaut es aus mit der Demokratiefeindlichkeit von Pegida? Naja, ist Demokratie was eher Vorteilhaftes oder was eher Problematisches? Das ist das, was wir finden. Beim harten Kern ziemlich ähnlich wie bei den schönen Wetterdemonstranten. Ehrlich gesagt, wenigstens ich kann eine grundsätzliche Demokratiegegnerschaft der Pegidianer nicht erkennen. Und ich glaube, es fällt auch schwer, eine solche aus solchen Daten zu erkennen. Wie schaut es denn aus mit der Demokratie, wie sie real besteht und konkret in Deutschland funktioniert? Da ist es schon anders. Hier sind die roten Zahlen nicht die aus unserer Januar-Untersuchung, weil wir haben damals die Frage nicht gestellt, weil der Fragebogen ganz knapp sein musste. Wir übernehmen sie vom Kollegen Walter, Institut für Demokratieforschung in Göttingen, der bislang das einzige Buch über Pegida publiziert hat. Ein sehr gutes Buch, wo ich auch deswegen so gerne lobe, weil in dem Buch nichts anderes drinnen steht, als ich die ganze Zeit auch schon immer gesagt habe. Und die Zahlen passen auch zusammen. 3/4 sind unzufrieden mit der Demokratie, wie es in Deutschland funktioniert. Nicht gegen die Demokratie allgemein. Aber so wie die Zustände sind, für die scheint es doch niemand verantwortlich ist, oder schon. Schauen wir die Sachen näher an. Je unzufriedener jemand ist, also je mehr er bei den hohen Säulen ist, je unzufriedener einer ist, umso weniger hat er den Eindruck, von Parteien und Politikern vertreten zu werden. Das ist das, was hinter dem Ruf Volksverräter im Wesentlichen steht, was hinter der Forderung nach Volksabstimmungen steht. Umso weniger Eindruck haben die Leute, die Medien berichten über Pegida ausgewogen, wie der Schlachtruf der Pegidianer heißt, muss ich ja nicht wiederholen. Umso mehr Klagen, was immer das heißen will, über zu viele Asylbewerber und Muslime gibt es. Die kommen ins Land, die Politik tut nichts dagegen, obwohl wir das Volk, wer immer das Volk dann konkret ist, das so nicht möchten. Und umso mehr wird betont, wer Einfluss will, soll erstmal etwas für das Land leisten.
Unsere Politik macht das Land offen und fügt sich den Wünschen von Zuwanderern, die wir nicht ins Land hineingerufen haben. Das ist so eine Standardargumentation von Pegidianern. Zeigen sich wieder unterschiedliche Demonstrantengruppen. Ich fühle mich durch unsere Parteien und Politiker vertreten. Naja, das Bild kennen Sie, es ist das gleiche wie im Januar. Da hat sich nichts verändert. Sie sehen höchstens, dass die Hardcore-Pegidianer von der Regendemonstration hier noch weniger das Gefühl haben, vertreten zu werden als die Schönwetterdemonstranten. Und ich rede seit langer Zeit von einer Repräsentationslücke. Ich meine, deutlicher kann man nicht sehen, dass es eine Vertretungslücke gibt. Dass ein nennenswerter Teil der Bevölkerung meint, die etablierten Parteien vertreten ihn nicht. Und dann immer wieder über die sinkende Wahlbeteiligung nachdenken, sollten wir unsere zwei Standarderklärungen erweitern. Die erste Standarderklärung ist die, den Leuten geht es zu gut, darum gehen sie nicht zur Wahl. Die zweite Standarderklärung, genauso empirisch belegbar ist, wer in prekären Verhältnissen lebt, wer abgehängt ist von der Gesellschaft, der ist auch abgehängt von der Politik und geht nicht zur Wahl. Sieht man in wahlsoziologischen Studien zu Bremen, Hamburg, zum Rheinland, zu Nordrhein-Westfalen und so weiter. Aber es gibt eine dritte Quelle. Man findet im Programmangebot der etablierten Parteien nicht das, was man sucht. Und sagt, mein Gott, die sind ziemlich austauschbar, wollen alle das Gleiche. Und das, was uns wirklich an Problemen auf den Nägeln brennt, davon reden sie ganz anderes und in einer uns unplausiblen Weise. Ja. Der Medienberichterstattung über Pegida, also das wird Sie alles nicht wundern, die Sache ist nicht besser, sondern sozusagen schlechter geworden. Obwohl, aber da werden Sie mir alle zustimmen, die Berichterstattung inzwischen durchaus differenziert ist. Das, was inzwischen die Pegidianer erregt, ist, dass kaum mehr berichtet wird, also über die notwendigste Erfüllung der Berichterstatterpflicht hinaus. Also früher brauchte Bachmann bloß irgendwas sagen oder sich irgendwie fotografieren lassen. Er war in den Medien, hatte signalisiert, man könne ihn interviewen, ja, er hätte Zulauf gehabt. Inzwischen ist das Thema halt durch und jetzt stinkt es so manchem Pegidianer, dass eben das Thema durch zu sein scheint. Alles in allem, jetzt mal aus der Systemwarte, lautet schon die Frage wie im Januar, wie gut können Medien ihre so unverzichtbare Rolle als Moderatoren des Zeitgespräches spielen oder als Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält, wenn es bei doch nicht ganz unwichtigen Teilen der Gesellschaft, und das geht über den Kreis der Dresdner Pegidianer weit hinaus, Misstrauen in Bezug auf Medien gibt. Jetzt sehen wir tief ins Innerste der Pegidianer. Was treibt sie, was ist die Hoffnung, die sie auch bei Regenwetter auf die Straße treibt? Sie glauben wirklich, sie könnten Deutschland durch das Demonstrieren, sie könnten Deutschland etwas zum Besseren verändern. 70% waren 89 dabei. Ein großer Teil von denen hat den Eindruck, es geht um das Gleiche. Man muss einer nicht responsiven politischen Klasse zeigen, wo nun wirklich hinzugehen ist, wenn der Laden nicht auseinanderfallen soll. Es wird völlig verkannt, dass eine morsche Diktatur was anderes ist als ein sehr, sehr legitimationsstarkes, pluralistisches, demokratisches Regierungssystem. Und folglich ist die spannende Frage die, naja, wer ist erstmal einige Korrelationen, wer auf Besseres für Deutschland hofft, der hat öfter teilgenommen, das motiviert ihn auch bei Regenwetter zu gehen, der meint eher, Bachmann und sein Organisatorenteam leisteten gute Arbeit, was sehr zu hinterfragen ist, im Grunde hat Bachmann die ganze Power von Pegida ins politische Nirvana gesteuert. Er fühlt sich, also wer meint, damit könne man etwas zum Besseren wenden, weniger durch Parteien und Politiker vertreten, dessen ist man auf der Straße, sagt, wir sind das Volk und ihr macht es falsch. Der hält auch die Medienberichterstattung für ausgewogen, weil da steht dann drinnen, Pegida schadet dem Ansehen Dresdens und Deutschlands und alle tüchtigen Menschen verlassen das Land. In Wirklichkeit wollen wir doch das Land nur besser machen. Naja, dann kommt man nicht zusammen. Und das sind auch jene, die insbesondere meinen Pegida-Anhänger diskutierten auf Facebook sachlich und ausgewogen. Es kann ein jeder gerne mal ins Internet gehen und dann Fakten und Urteile miteinander vergleichen. Kurzum, das sind alles vergebliche Hoffnungen. Pegida ist ausgegrenzt und geht ins Nirvana hinein. Aber ist es wirklich gut, dass wir in diesem Zustand gelangt sind? Selbst- und Fremdbild. Und jetzt sind wir bei den Schnittstellen Straßen-Pegida und Facebook-Pegida. Viele Fragen, und in dem Forschungsreport sehen Sie das alles ausführlich dargestellt, viele Fragen zeigen, dass die Aktivität im Internet die Aktivität eines kleinen Teils von Pegidianern ist. Und sozusagen eher des hässlichen Pegidianers als des Straßen-Pegidianers. Also,
Rahmendaten, regelmäßig besuchen die Pegida-Facebook-Seite, besucht die Pegida-Facebook-Seite über die Hälfte der Demonstranten, das ist auch das zentrale Informations- und Kommunikationsmedium. Es beteiligen sich aber im Internet an politischen Diskussionen, beteiligt sich die Hälfte, knapp die Hälfte und relativ häufig ungefähr ein Fünftel. Das heißt, wer Pegida im Wesentlichen über Facebook und das Internet kennt, kennt halt einen kleinen Teil. Und dieser kleine Teil ist nicht repräsentativ für den Rest. Es ist eher der Aggressive, eher der, den wir am Schluss sehen werden, Teil, den dann so viele für das Ganze halten und folglich dann nicht zum richtigen Verständnis des Gesamtphänomens gelangen. Das ist die Antwortverteilung. Kaum jemand von den Befragten stimmt zu, einige wenige aber doch. Das ist ganz interessant am Schluss zu sehen, wer das ist. Stimmt zu. Es stimmt eher nicht zu, dass es da sachlich zugehe. Die meisten tun das. Und wenn man darauf guckt, wer stimmt am intensivsten zu? Wir, die wir für Pegida uns im Internet schlagen und streiten. Die intensivsten, die das sagen, das sind jene, die sich als deutsche Patrioten verstehen. Die etwas für das Land erreichen wollen, das eine passive Einwanderungspolitik hat und allerhand Dinge macht, die dem Volk nicht gut täten in der Sicht von Pegidianern. Wie schaut es denn mit Lernfähigkeit von Pegidianern? Manche Ansichten und Vorwürfe von Pegida-Gegnern kann ich durchaus verstehen. Der Zweck einer Diskussion ist doch in der Regel der, dass man die Argumente des anderen kennenlernt, wägt und aus ihnen etwas lernt, wenn etwas daraus zu lernen ist. Oder sagt, nö, da ist nichts zu lernen, Punkt. Wie schaut es da aus bei Pegida-Leuten? Na, das Bild ist wieder klar. Hier zeigt sich auch der Unterschied zwischen Hardcore und sozusagen Sonnenschein. Unterm Strich zeigen sich hier erhebliche Kommunikationsstörungen zwischen Schmuddelkindern und den Anständigen, wie immer man diese von mir in Anführungsstriche gesetzten Begriffe dann interpretieren will. Die Frage lautet schon, ist es gut für ein freiheitliches Gemeinwesen, das stolz auf pluralistischen Streit ist, dass wir so gigantische Kommunikationsstörungen haben? Schlussfrage oder letzte Gruppe von Befunden, gibt es eigentlich Gruppen von Pegidianern? Sind alle das Gleiche? Oder gibt es Gruppen? Die Daten, die ich Ihnen gezeigt habe, die weisen darauf hin, da gibt es schon unterschiedliche Gruppen. Die sind nicht alle identisch, das sind keine Klons. Kennt man einen, kennt man alle. Es ist schon anders. Wenn es Gruppen gibt, muss man sie ausfindig machen und bezeichnen. Beim Bezeichnen von Gruppen geht vieles schief, weil Begriffe ja verschieden verstanden sein können. Darum schicke ich voraus, wie die Begriffe, die ich verwendet habe, um die Gruppen zu bezeichnen, von mir in Übereinstimmung mit den Fakten verstanden werden. Jede andere Deutung, als ich sie gebe, ist von den Daten nicht gedeckt. Als Patrioten in den Begriffen für die Gruppen werden alle bezeichnet, die sich selbst auf dieser fünfstufigen Einstufungsskala als Patrioten bezeichnet haben. Und wir wissen aus den Korrelationsprofilen, welche Einstellungskomplexe mit patriotisch scheint zusammengehen. Xenophilie, ein wichtiger Begriff, kommt von Xenos, griechisch, der Fremde. Und Philia, die Freundschaft. Xenophilie meint nicht Ausländerliebe. Xenophilie meint in dem hier gemeinten Sinn Offenheit für Fremdes. Bereitschaft, sich auf anderes einzulassen. Sich nicht von vornherein verschließen. Das ist mit Xenophilie gemeint. Und genauso ist mit Xenophobie, wo Xenos der Fremde und Phobia die Furcht drinnen steht, nicht der Hass auf das Fremde oder die Fremden gemeint, sondern die Ablehnung von Fremdern. Auf Distanz gehen. Nicht nur skeptisch sein, sondern echte Aversion hegen. Das will ich nicht. Bedingt ist eine Einstellung dann, wenn man sie zwar hegt, aber nicht um jeden Preis. Wenn man sie an Vorbedingungen knüpft. Wenn die Bedingungen gegeben sind, dann habe ich diese Einstellung und lebe gemäß ihr. Sind die Vorbedingungen nicht da oder drohen sie in Wegfall zu geraten, dann hege ich diese Einstellung nicht mehr. Und die wichtigsten Bedingungen, die Pegidianer an manche Einstellungen knüpfen, insbesondere an Fremden freundliche Einstellung ist, es soll ja nicht zu viele Ausländer geben, ob als, insbesondere nicht als Asylbewerber, und Muslime möchten bitte friedlich sein. Was nicht zu unterstellen bei Pegidianern sozusagen ein intellektuelles und emotionales Steckenpferd ist. Und als rechtsradikal wird bezeichnet, wer sich auf unserer Fünfer-Skala ganz rechts einordnet. Rechtsradikal meint nicht rechtsextremistisch, denn danach haben wir nicht gefragt, ob die freiheitliche demokratische Grundordnung bekämpft wird. Rechtsradikal ist, wer sich ganz rechts einstuft. In dieser Bedeutung
sind die Gruppenbezeichnungen, denen ich jetzt die Gruppenhinweise von den Daten gedeckt. In jeder anderen Interpretation sind die Gruppenbezeichnungen von den Daten nicht gedeckt. So, wir haben drei Gruppen von Pegida-Demonstranten. Die eine kann man nennen xenophobe Patrioten. Da haben wir im April und im Mai über die Hälfte gefunden. Das ist die Gruppe, die wir schon im Januar entdeckt hatten. Da haben wir sie etwas anders genannt. Xenophobe Patrioten ist besser. Sie haben folgende Merkmale. Das sind Leute, die klar rechts von der Mitte stehen, die das Patrioten empfinden, die den Eindruck haben, das politische System, die Parteien und die Politiker vertreten sie schlecht. Sie waren auf 20 und mehr Demos, also eigentlich fast schon die ganze Zeit. Sie halten einander für sachlich und konstruktiv. Sie kommen mit Kritikern nicht ins Gespräch, was natürlich an den Kritikern liegt. Sie glauben an die positiven Wirkungen dessen, was sie tun. Sie meinen, dass niemand dort leben soll, wo er hin nicht passt. Und wenn es zu viele Ausländer gibt, die unzufrieden sind in Deutschland, dann kann es daran liegen, dass sie nicht herpassen. Und insbesondere Islam und Muslime passen nicht. Ja, und wer dann schon hier was verändern will, ja, der soll halt Leistung bringen. Das ist so der Einstellungskomplex von denen, die wir xenophobe Patrioten genannt haben. Es gibt die bedingt Xenophilen, und Achtung, Xenophil heißt genauso wenig Ausländerliebe, wie Xenophobie Ausländerhass heißt. Das ist ungefähr ein Drittel, ein schwaches Drittel, die haben folgende Eigenschaften. Sie stehen links von der Mehrheit der Pegidianer, das heißt nicht, dass sie links stehen, weil Linke gibt es unter den Pegida-Menschen kaum. Sie stehen links von der Mehrheit der Pegidianer, sie haben ein überdurchschnittliches Einkommen, das lehrt schon manches. Sie lehnen Rechtsradikale auf den Pegida-Demonstrationen und Gewalt gegen Gegner ziemlich klar ab. Sie halten die Pegidianer-Beiträge im Internet nicht für sachlich. Sie bestreiten, dass Deutschland zu viele Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber aufnimmt. Bestreiten im Vergleich zu den anderen natürlich immer. Sie meinen, dass Islam und Muslime, wenn es friedlich bleibt, sehr wohl zu Deutschland gehören. Sie halten aber wohl genau deswegen die Berichterstattung über Pegida für unausgewogen, weil sie mit den anderen in einen Topf geworfen werden. Und da gibt es die dritte Gruppe, die wir genannt haben, rechtsradikale Xenophobe, ein schwaches Fünftel. Das ist jene, auf die ich Sie vorhin schon auf den ersten Folien aufmerksam gemacht habe. Das ist der sozusagen typische hässliche Pegidianer, den Pegida-Gegner, ich wiederhole mich zum dritten Mal, für das Ganze von Pegida zu nehmen, pflegen. Die sind ganz weit rechtsstehende, das sind die Jüngeren, das sind jene, die auch sagen, Gewalt gegen Gegner ist in manchen Situationen okay und die wollen ohnehin keine weiteren Ausländer in Deutschland, auch keine Flüchtlinge und natürlich keine Muslime. Das sind die drei Gruppen, die wir identifiziert haben in beiden Umfragen. So, wie hat sich die Pegida-Teilnehmerschaft gewandelt? Wir können das vom Januar bis jetzt mit im Grunde dem gleichen Instrument, das jetzt aber wesentlich differenzierter ist als früher, ansehen. Wir haben auch unterschiedliche analytische Instrumente verwendet. Faktorenanalytisch haben wir im Januar rechtsnationale Xenophobe ausfindig gemacht. Das ist jene, die wir jetzt xenophobe Patrioten nennen. Damals war es ein Drittel. Und jetzt ist der Anteil derer, also sozusagen der typische Pegidianer, der treue Pegidianer, das ist jetzt von einem Drittel auf über die Hälfte angestiegen. Die mittlere Gruppe ist ziemlich diffus. Und die haben wir etwas hilflos im Januar genannt, also gutwillig, also bedingt xenophil, der einen eher besorgt, sind die Voraussetzungen für unsere Einwanderungsgesellschaft weiterhin gegeben, die anderen empört, dass man sie nicht ernst nimmt. Das konnten wir im April halbwegs auch so entdecken, aber es war im Januar sehr grobschlächtig erfasst, im April besser. Und dann kam man schon im April, als ich die Korrelationsprofile durchsah, trat mir vor Augen, da ist eine dritte Gruppe, die wir im Januar nicht gut genug in den Daten abbilden konnten, nämlich genau diese rechtsradikalen Xenophoben. Und wenn Sie auf die Analyse vom April gucken, je nachdem, ob man sozusagen sich auf die Algorithmen der Statistik verlässt oder sich die Mühe macht, jede einzelne Variable mit ihrem Korrelationsprofil durchzugehen und dann hermeneutisch ein Gesamtbild zusammenzustellen, dann erkennt man diese rechtsradikalen Xenophoben aufgrund unseres differenzierteren Frageprogramms jetzt ziemlich gut. Und dann haben wir genau die Anzahlen, die da sind. Achtung, natürlich waren von Anfang an bei Pegida auch Rechtsradikale dabei. Ja, keine Frage, die waren ja unübersehbar. Nach Polizeischätzungen waren es im Januar so 600 bis 800. Vermutlich dürften die meisten von denen heute noch in gewissem Ausmaß da sein. Selbst wenn die Zahlen bleiben, ist natürlich der Anteil von solchen unterschiedlich groß. Bei einer 17.000-Mann-Demonstration oder bei einer 1.700-Mann-Demonstration.
Und folglich treten sie unterschiedlich leicht in Erscheinung und prägen sie unterschiedlich stark das Bild von Pegida. Weil sich ja die Zusammensetzung von Pegida verändert hat, treten jetzt die immer schon vorhandenen, eher rechtsradikalen und klar xenophoben, deutlicher zum Vorschein als früher. Also, Fazit, die Teilnehmerschaft von Pegida hat sich umgeschichtet, und zwar in der Weise umgeschichtet, dass der Anteil der rechtsnationalen Xenophoben von einem Drittel auf über die Hälfte angestiegen ist und dass jetzt eine markante Minderheit von einem knappen Fünftel fassbar wird, aber eben nicht durch Fremdzuschreibung. Wir wissen, dass da Extremisten und Rassisten marschieren, weil wir haben sie auf Facebook gesehen, sondern wir können sie jetzt anhand von Selbstaussagen fassbar machen. Sie selbst sagen, wer sie sind, und folglich können wir uns darauf verlassen, dass wir etwas gefunden haben, was wir nicht zuschreiben, sondern was tatsächlich da ist. Angesichts dieser Lage immer meine Schlussbemerkung mit Lenin, was tun? Mir hat immer schon geschienen, dass Folgendes richtig wäre im Umgang mit Pegida. Erstens, ernst nehmen, was an Sorgen und Anliegen hinter den Aussagen von Pegida-Demonstranten steht, ganz gleich, wie rüde oder ungehobelt sie sind. Zweitens, auch politische Gegner nicht verteufeln, denn der Gegner ist ein Gegner. Er wird erst dann zum Feind, wenn er die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpft, zu der eben auch das Recht auf Opposition gehört. Dann wird er vom Gegner zum Feind. Innerhalb der FDGO ist er ein Gegner, der mir stinkt, den ich nicht mag, aber den ich als Gegner in einer freiheitlichen Ordnung akzeptiere. Drittens, keine Forderungen durchgehen lassen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, gegen Minderheiten, gegen Eingewanderte, gegen Ausländer, gegen die schwächeren Teile unserer Gesellschaft richten. Da hat es noch nie Dissens gegeben. Demonstrieren für die Werte der offenen Gesellschaft, gleich wo und natürlich auch auf der Straße. Natürlich dann die Probleme real aufgreifen, vor Ort mit den Bürgern reden über das, was praktizierte Willkommenskultur ist. Und weil die Bürger noch so viel sich anstrengen können, wenn das Hochwasser kommt und wenn niemand gegen das Hochwasser was tun kann, erwischt es eben auch die gut geschützte Wohnung. Deshalb braucht es bundespolitisch und europapolitisch einen Diskurs, wie kann denn überhaupt eine nachhaltige Einwanderungspolitik nach Europa und Deutschland sein? Das meinte ich immer, dass wichtig wäre und dass man auf diese Weise dem Pegida-Phänomen gerecht würde, aber es ist tatsächlich, wie jeder weiß, anders gekommen und wie mir scheint, mit sehr nachhaltigen Schäden. Das ist meine übliche Schlussfolie, Wissenschaft drücken, aber nur wenn alles gut geht. Im Fall von Pegida ist es aber nicht gut gegangen. Infolgedessen, selbst wenn Pegida verschwindet, unsere Demokratie ist dadurch nicht besser geworden. Und wenn Symptome vergehen, ist die Krankheit noch lange nicht beseitigt. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Patzel. Damit sind wir in der Fragerunde angekommen. Ich werde Sie drannehmen, wenn ich so frei sein darf. Frau Bochmann wird Ihnen ein Mikro zureichen. Und wenn Sie dann so nett wären, Ihren Namen zu sagen, vielleicht das Medium, von dem Sie kommen, dann sind alle gut im Bilde. Und da gibt es auch schon die erste Wortmeldung, wenn ich das richtig gesehen habe. Weg Brot von Nachrichtenportal Leugnung. Zweierlei. Das eine wäre zu der Frage der Repräsentativität. Wie hat denn diese Zufallsauswahl zum Beispiel ausgesehen? Also das heißt, Studenten haben die Augen zugemacht und dann gesagt, so. Inwieweit ist auch möglicherweise aufgefallen, bestimmte angesprochene Teilnehmer eben nicht wollten. Also manchmal fällt einem ja sowas auf während der Befragung. Und das andere ist ein bisschen eine ganz generelle Frage. Ich weiß, das ist nicht Gegenstand der Untersuchung gewesen, aber manche Punkte hier haben mir zu denken gegeben, möglicherweise Interpretationsmuster liefern können. Es kommt auch immer wieder die Frage, warum gerade in Dresden das ja so kumuliert ist. Zum Beispiel im Vergleich zu Leipzig. Haben Sie denn da einen Interpretationsansatz? Danke. Habe ich. Die erste Frage macht der Herr Eichert. Ja, sehr gerne. Also zur Repräsentativität, verstanden als eine von null verschiedene und angehbare Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein bestimmtes Element der Grundgesamtheit in die Stichprobe gelangt. Das haben wir darüber sichergestellt, dass zum einen unsere Interviewer sehr feste Quotierungsvorgaben hatten. 70% Männer, 30% Frauen und auch Quotierungsvorgaben hinsichtlich der Altersgruppen. Also der 15- bis 40-Jährigen, 41- bis 60-Jährigen und all derer, die 61 Jahre und älter sind. Zum einen, jeder Interviewer hatte auch eine Taschenkarte bei sich, wo er diese Quotierungsvorgaben nochmal nachsehen konnte, falls er sich nicht erinnert hat.
Und zusätzlich gab es auch in der allgemeinen Interviewerschulung, aber erst recht in der projektspezifischen Interviewerschulung, die Angabe, dass die Interviewerinnen und Interviewer insbesondere auch Leute ansprechen sollen, die ihnen ganz offensichtlich aufgrund ihres Erscheinungsbildes als rechtsradikal, rechtsextrem erscheinen. Und ich war bei den beiden Erhebungen am 27.04. und 4.05. vor Ort und hatte die Supervision entsprechend auch durchgeführt und habe auch darauf geachtet, dass die Interviewer, von denen ja auch viele gerade hier anwesend sind, eben solche Leute ansprechen. Und vielleicht nicht ganz die feine englische Art, habe auch solche Interviewersituationen dann im Bild festgehalten, damit wir auch im Grunde den bildlichen Nachweis haben, ja, auch diese Leute wurden angesprochen. Zum einen. Zum anderen hatten wir ein Debriefing mit den Interviewern, wo dann die Interviewer selbst auch Fragebögen ausgefüllt haben mit offenen Fragen, wo dann Freitexte geschrieben werden konnten oder eben auch nicht. Und nicht wenige Interviewer berichteten auch ihr Erstaunen darüber, dass ganz offensichtlich Rechtsradikale sich dennoch mit einer relativen Offenheit und auch Geduld, die Befragung dauerte immer zwischen 6 und 8 Minuten, auf diese Interviews eingelassen haben. Und mit diesen Mitteln haben wir versucht, die Repräsentativität sicherzustellen. Die Sektoren sollten so was sein. Genau, richtig. Zusätzlich war der Veranstaltungsort, also der Schlossplatz selbst, auch noch in Sektoren eingeteilt, derer 4. Nämlich parallele Bereiche zwischen Georgentor und Augustusbrücke, die benannt waren mit Bühne, Zentrum, erweitertes Zentrum und Peripherie. Und die Interviewer waren spezifischen Sektoren zugeteilt, sodass wir auch sicherstellen konnten, es wurde überall erhoben. Nicht nur bei Umstehenden, sondern auch vorne direkt an der Bühne. Weiterhin hatten wir eine Phaseneinteilung gemacht, vor Auftakt, während des Auftakts, während des sogenannten Spaziergangs und bei der Abschlusskundgebung. Und auch da hatten die Interviewer in den Fragebögen dann anzugeben, zu welcher Phase und in welchem Sektor sie dieses Interview erhoben haben. Darf ich nachfragen zu der Systematik? Da gab es auch eine zweite Frage. Warum in Dresden nicht? Ich denke mal. Dann ziehen wir das nach die Klammer und Sie haben eine Nachfrage direkt dazu. Ja, Martin Fischer von der DPA. Warten Sie auf Signal. Martin Fischer von der DPA. Sie hatten anfangs gesagt, oder Sie hatten ja gesagt, wie viele Pegida-Anhänger angesprochen wurden und wie viele Interviews dann schließlich geführt wurden. Daraus ergibt sich, dass ungefähr die Hälfte das Interview abgelehnt haben. Gab es da ein Muster, was Sie erkennen konnten? Oder ist das dennoch repräsentativ? Ein deutliches Muster ergab sich dadurch, dass während der Auftaktkundgebung beispielsweise viele den Reden zuhören wollten und in dem Moment dann auch nicht bereit waren, das Interview zu führen oder das Interview fortzusetzen, wenn es bereits vor dem Auftakt begonnen worden war und dann die Reden auf der Bühne begonnen hatten. Aber das konnten wir im Grunde auch dadurch sicherstellen, dass all diejenigen Interviewer, die beispielsweise dann an der Bühne eingesetzt waren, bei dem Demonstrationszug dann in der Spitze desselben mitzulaufen hatten. Das heißt also, diese Leute dann auch im Grunde während des schweigenden Umzugs begleiten konnten und während dieses Spazierganges konnten dann auch sehr viel mehr Interviews realisiert werden. Mit den Leuten, die zuvor an der Bühne standen und dort nicht interviewt werden wollten, weil sie eben den Rednern und Rednerinnen zuhören wollten. Okay. Zu Dresden? Genau, zu Dresden. Warum in Dresden? Antwort muss in 2 Stufen erfolgen. Warum in Ostdeutschland? Denn dort hat Pegida ohnehin etwas mehr Resonanz gefunden als im Westen. Und warum in Ostdeutschland in Dresden? In Ostdeutschland im Wesentlichen aus den folgenden Gründen. Das zentrale Mobilisierungsthema ist Transformation des Landes zu einer Einwanderungsgesellschaft. Und da ist dann einfach mal die Erfahrung im Osten mit Einwanderungsgesellschaft eine ganz andere als im Westen. Da gibt es viele Erfahrungen, folglich auch viele gute. Im Osten gibt es nicht so viele Erfahrungen, folglich auch nicht so viele gute wie im Westen. Und folglich fürchtet man sich mehr vor dem Unbekannten. Das andere, was für Ostdeutschland wichtig ist zu verstehen, ist, dass die ostdeutsche Gesellschaft seit der Wiedervereinigung eine tiefgreifende Transformation mitgemacht hat. Jetzt ist sie allmählich ans Ende gekommen, das Land ist in Ordnung. Und jetzt kriegen die Leute gesagt, jetzt kommt die nächste Phase der Transformation, jetzt müsst ihr den Ausländeranteil auf westdeutsches Niveau steigern. Und die ganzen Hotels, die ja ohnehin nicht bevölkert sind, da kommen jetzt Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge rein. Da sagen sich dann viele in Ostdeutschland, ja, wer hat uns denn je gefragt? Die Transformation durch den Anschluss an den Westen, die haben wir herbeigewählt, aber gab es jene Wahl oder eine Volksabstimmung, wo wir diese Transformation beschlossen haben. Drittens, Vertrauen auf Demokratie und ihre Leistungsfähigkeit und Lösungsmöglichkeiten, da macht es halt doch den Unterschied, ob 70 Jahre gefestigter Demokratie da sind oder 25, nach denen man meint, es sei wieder Zeit für eine neue Revolution. Das ist der ostdeutsche Kontext. Warum in Dresden?
drei Gründe. Erstens, Pegida ist ziemlich zufällig entstanden, aus einer Facebook-Gruppe, wie inzwischen jeder weiß. Dass aus so einem zufälligen Anfang etwas Massenhaftes entsteht, ja, dafür brauchen Sie eine Großstadt, auch noch mit dicht besiedeltem Umfeld. Stellen Sie vor, Bachmann wäre in Döbeln gewesen und wäre dort mit 300 Mann auf die Straße gegangen. Das hätte nie den Zulauf gehabt, wie in Dresden, wie auch die Zusammensetzung der Teilnehmerzahlen sagen. Also man braucht eine Großstadt. Zweitens, das Kernthema von Pegida, das was mobilisiert hat, ist Zuwanderung, ist Islamisierung. Und das ist nun im deutschen Diskurs klar kontextualisiert. Mit Zuwanderung, mit kulturellem Wandel, haben eigentlich nur Rechte, haben Konservative ein Problem. Jeder Fortschrittliche, jeder Liberale weiß, dass Zuwanderung dem Land nützt, dass Zuwanderung Deutschland multikulturell und das heißt besser macht, als es ist. Das heißt, mit Zuwanderung hat im Grunde nur ein Rechter, ein Konservativer überhaupt ein Problem. Leicht zugespitzt. Das heißt, wir müssen suchen in Ostdeutschland nach einer Großstadt mit eher konservativer Grundströmung. Naja, da wird man nicht lange suchen müssen, um die einzige ostdeutsche Stadt zu finden, die beide Merkmale aufweist. Drittens, Dresden aufgrund der Notwendigkeit, das Gedenken an den 13. Februar aus der Besetzung durch die Neonazis zurückzuerobern, hat ein sehr intensives Anti-Rechts-Netzwerk entwickelt, das sehr sensibel auf alles, was nach rechtsradikalen Umtrieben aussieht, reagiert und das ist auch gut so. Und das sprang natürlich auch bei den ersten bachmannischen Demonstrationen an. Bloß in diesem Fall sind halt nicht die üblichen Verdächtigen allein erwischt worden, sondern zum großen Teil ja, Leute, die ich im Anschluss an die Januarstudie besorgte Bürger genannt habe und jetzt bedingt xenophil oder Leute, die sich um das Land Sorgen machen, die dann halt trotzig auf diese Etikettierung reagiert haben und dann hat sich das aufgeschaukelt. Und weil obendrein und letztens Dresden dazu neigt, seine inneren Konflikte möglichst auf der nationalen Bühne aufzuführen und möglichst noch unter Beteiligung internationaler Presse, beginnend bei Brückenbauwerkern bis hin zu Pegida-Demonstrationen, ist dann der Kampf zwischen Pegida wahrgenommen als neuen Rechtsradikalen, welche wie in Weimarer Zeiten den Staat ruinieren wollen und ihren Gegnern in der ständigen wechselseitigen Aufschaukelung, ist dann das große Medienaufgebot und die großen Räder von nationalen Fernsehsendern und so weiter dazu gekommen und das hat natürlich weiteren Zulauf verschafft. Das sind die 3,5 Gründe, warum in Dresden als einer ostdeutschen Stadt. Carsten Thurer vom ZDF. Herr Passelt, was mich interessieren würde, ist die Sprache von Pegida. Das ist ja nicht Teil Ihrer Untersuchung gewesen, aber viele Beobachter, darunter auch ich, haben festgestellt oder meinen festgestellt zu haben, dass nach dem Bruch und der Spaltung das, was einfach oben auf der Bühne gesprochen wird, ein anderer Ton ist. Der ist extremer, nach rechts, radikaler, mit deutlich großem Aggressionspotenzial versehen und da wird mächtig geklatscht. Also ein anderer Ton, jedenfalls ist das, was wir so beobachtet haben, als noch vor der Spaltung. Können Sie das in etwa bestätigen? Und das Zweite ist, wir haben ja die Pegida-Anhänger immer etikettiert als die Frustrierten, als die Wutbürger, die rechten Wutbürger, die nicht mitgenommenen. Jetzt ist auch wieder mein Eindruck, dass der harte Kern, die 3000, die jetzt dann auch montags kommen, sehr viel Spaß daran haben, anders zu sein und Outlaws zu sein und sich sehr wohlfühlen. Und von Wut ist eigentlich gar nicht mehr so viel zu spüren. Die haben Spaß an einem Happening, jedenfalls ist das, wenn ich mit einigen Leuten spreche, montags da unter Gleichgesinnten zusammenzukommen. Sie möchten, also sie werden ausgegrenzt, möchten sich aber auch gar nicht irgendwo integrieren, sondern sozusagen, das ist eine Gruppenveranstaltung montags und man geht zufrieden nach Hause. Das finde ich jetzt gar nicht so, also persönlicher Meinung, so Demokratie gefährden sollen sie das doch machen. Wenn Sie sich nicht selbst auch irgendwie auf jemanden zubewegen möchten. Das sind so zwei Beobachtungen, die ich hatte und die nicht Teil Ihrer Untersuchung sind, aber vielleicht haben Sie eine Einschätzung dazu. Sie werden sich bestimmt nicht wundern, wenn ich sage, dass ich Ihre Beobachtungen teile und soweit erkennbar Ihre Bewertungen dieser Beobachtungen desgleichen. Um beim letzten Punkt anzufangen, seitdem die Polizei dafür sorgte, dass Demo und Gegendemo nicht mehr in Sicht und Hörweite war, sondern die einen das machen und die anderen jenes, ist so eine Art, naja, überzogen formuliert, Familientreffen-Charakter der Pegida-Demonstrationen immer unverkennbarer geworden. Da sind die Leute da, die immer kommen und wenn das Wetter auch noch stimmt, ja, dann hört man zu und geht man und echauffiert sich. Es ist in etwas anderem Klima, das auch schon vor Weihnachten so gewesen. Ich meine,
sich als Gruppe von Rechten in Deutschland zusammenzufinden, und zwar nicht als diese Rechten von der NPD mit ihren ganzen furchtbaren Dingern, sondern sozusagen in Anführungsstrichen als Normalrechte und sich als Rechter empören über das System. Das, was mit der Linken ganz üblich ist, man kommt zu einer Demo zusammen und sagt, wie schlimm der Kapitalismus und die Globalisierung ist, das ist Rechten in Deutschland bislang so selten gelungen. Das war das Einzigartige in Dresden. Rechte kommen zusammen, kommen und sich wechselseitig bestärken, sie seien das Volk und die anderen so böse. Dieses Gemeinschaftserlebnis, das führt zusammen und genau das wird manchen Leuten es vermissen lassen, wenn sie an einem schönen Montagabend nicht mehr dieses kollektive Erlebnis nach dem angekündigten Straßenfest haben werden. Und das ist in der Tat nicht demokratiefeindlich, das ist jedem sein Pläsier, sich zu verwirklichen. Und genau deswegen meinte ich ja von Anfang an, hätte man nicht die Pegidianer so hochgepusht, als die große Gefahr für die deutsche Demokratie hingestellt, die dann nun wirklich aus sämtlichen Kanonen unserer rhetorischen, argumentativen und sonstigen Kunst beschossen werden muss, dann hätte sich das, was Sie beschreiben, wahrscheinlich schon viel eher eingestellt. Also diese Beobachtung teile ich. Ich teile auch die Beobachtungen, dass der Ton bei den Reden, die da bei Pegida gehalten werden, irgendwas zwischen rüde, polemisch, ab und zu demagogisch ist. Ich würde nur die Reden von der Zeit vor Weihnachten nicht jetzt in ein mildes Licht tauchen. Also gerade dieser entsetzliche Franzose, der da bei den missglückten Weihnachtsliedersingern am Theaterplatz geredet hat, der hat mich übrigens zu meiner ersten aktiven Stellungnahme in Sachen Pegida veranlasst, zu einem Artikel für die Freie Presse, wo ich von Volksverhetzung und Volksaufhetzung gesprochen habe. Das war davor schon nicht in Ordnung. Und das ist das Grundproblem und auch sozusagen das Versagen von Bachmann. Da werden Leute auf das Pult gestellt, die weder die intellektuellen Fähigkeiten haben, in vielen Fällen zu begreifen, was sie da eigentlich thematisieren, noch die Fähigkeit haben, das so zu thematisieren, dass man das selbst als nur interessierter Beobachter halbwegs nachvollziehen und ernst nehmen könnte. Und dass sich dann so manche selbst bestätigt, das liegt auf der Hand, und dann verbinden sich beide Sachen miteinander, nämlich die Empörungslust derer, die kommen, die brauchen Pointen, die sollen geliefert werden. Und wenn einer keine Pointen liefert, indem er sozusagen sagt, jetzt hebt mal die Hände zum Gebet und sinniert nach, wie es unlängst vor der Hofkirche geschehen ist, ja, da sind die meisten peinlich pikiert und warten darauf, dass diese verlegene Situation vorübergeht. Das ist sozusagen, das hätte ich fast gesagt, die Bierzeltatmosphäre auf Pegida-Art, die erwartet wird und wo dann in so manchen bayerischen Bierzelten dann ansonsten durchaus reflexionsfähige CSU und auch SPD-Redner dann nicht ganz in ihrer intellektuellen Preisklasse argumentieren, vollzieht sich das 2, 3, 4 politische Spielklassen tiefer, natürlich auch bei Pegida-Demonstrationen. Kurzum, wir sind in den Beobachtungen einer Meinung und ein Desiderat ist eine Studie, ein Studium der dort gehaltenen Reden. Ich habe die frohe Botschaft, in einem meiner Methodenseminare aus dem Semester sitzt zurzeit gerade ein Student daran, eben dieses Reden und was es bedeutet und wovon es zeugt, das alles systematisch auszuwerten. Ja, Michael Bartsch heute mal für den MDR. Ich möchte etwas Ähnliches wissen und beziehe mich auf Ihre persönlichen Schlussfolgerungen, also vorletzte Folie oder auf diese Pressemitteilung. Was heißt für Sie ernst nehmen? Es klingt auch in der Pressemitteilung so, als halten Sie diese Leute für erreichbar, wenn nicht sogar für integrierbar. Ist das nicht eine Illusion angesichts der Erfahrung in den diversen Dialogforen, die sich ja auch allmählich totlaufen? Ist eigentlich nicht das Gegenteil der Fall? Oder heißt es eventuell sogar, dass Sie der Politik empfehlen, auf Parolen von Pegida einzugehen? Also, um ganz präzis zu sein, jetzt steht es mit deutscher Gesellschaft und Pegida so wie zwischen Frauke Petri und Bernd Lucke. Oder so wie zwischen zwei Leuten, die sich auf ewig zerkriegt haben. Die Sache ist verkorkst, ist verbockt, da ist die Sache hoffnungslos. Pegidianer, sofern sie nicht mehr auf der Straße sind, haben dem politischen System, den Parteien, den Medien und so weiter gekündigt. Da gibt es kaum noch Bereitschaft auf Leute, die sozusagen aus dem System sind, für das System stehen, zu hören. Nur finde ich das nicht für einen guten Zustand und ich glaube auch nicht, dass er unvermeidlich gewesen ist. Ich glaube, dass viele, und sei es aus gutem Willen, daran mitgewirkt haben, dass dieser ja nicht heilbare Zustand, der sich lediglich auswachsen wird im Laufe der nächsten Jahre, wenn nichts Schlimmes passiert, dass der eingetreten ist. Also, heutzutage ist nichts mehr zu machen. Was meine ich mit ernst nehmen?
Ich sage es im präzisen Fall. Als Pegida aufkam und aus welchen Gründen auch immer das Islamisierungsthema so prominent platzierte, war eine der üblichen Reaktionen die, dass man sagt, mein Gott, das sind vielleicht die üblichen Dummdoofen, die über Islamisierungsgefahr dort reden, wo es keinen einzigen Muslim oder zumindest kaum Muslime gibt. Und da habe ich immer gesagt, ja Moment, bloß weil es in Dresden kaum Muslime gibt und das in Sachsen kein echtes Problem ist, heißt es doch nicht, dass Kulturwandel in europäischen Gesellschaften durch immer mehr Muslime mit ihren kulturellen Mitgestaltungsansprüchen, dass das kein Problem wäre. Es wird hier nur etwas aufgegriffen, was tatsächlich ein Problem ist. Und es gibt ein Problem mit der Transformation unserer Gesellschaft zu einer Einwanderungsgesellschaft. Es gibt ein Problem mit der Passivität europäischer Einwanderungspolitik. Hat inzwischen sogar die oberste europäische Ebene in Gestalt von sozusagen Militäreinsatzfantasien erreicht. Ernst nehmen meinte ich immer, schaut hin, von welchen allgemeinen Problemen hier Leute reden und packt diese Probleme an und sagt den Leuten auch, dass diese Probleme nicht neu von ihnen entdeckt werden müssen, sondern dass es Diskurse gibt, dass viele schon bedacht ist, redet mit den Leuten über die Probleme, über das, was möglich ist, was nicht geht. Grenzt sie nicht kommunikativ aus. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Ernst nehmen heißt natürlich nicht Parolen nachbeten. Ich habe in der Blütezeit der RAF die RAF auch ernst genommen. Und ich habe ihre Parolen nicht nachgebetet. Ich habe auch immer die DDR ernst genommen. Und die SED. Ich habe nie die SED-Parolen nachgebetet. Allein schon die innere Gleichsetzung, etwas ernst nehmen, heißt, etwas sich anzueignen und nachzubeten. Dass so eine innere Gleichsetzung in Köpfen sich festsetzen und verbreiten kann, das ist für mich etwas Spannendes. Da wäre mal Forschungsbedarf, wieso das Offensichtliche und leicht Verständliche ab und zu kraus verstanden wird. Habe ich klar geantwortet? Gute Frage. Ja, Stefan, ich habe eine Frage. Bastel, noch mal eine Frage zur Erhebung. Es ist ja aufgefallen, dass viele Teilnehmer der Demonstration durchaus sehr ausländerfeindlichen Parolen zustimmen, aber selbst von sich sagen, ich bin aber nicht rechts. Also inwiefern verfälscht das vielleicht das Bild, dass möglicherweise doch viel mehr einzuordnen, rechts einzuordnen sind oder rechtsradikal einzuordnen sind, als dass sie es tatsächlich jetzt gegeben oder zugegeben haben? Und zum Zweiten, wie geht es jetzt weiter? Also wenn die absehbar sich auflösen, sind die Stimmungen ja nicht weg oder die Frustration unter den Leuten. Ja? Führt das dazu, dass sich eine neue politische Bewegung irgendwann mal formiert oder ist beim nächsten islamistischen Anschlag oder einer nächsten Flüchtlingswelle, die sich irgendwo, wo es irgendwo schwierig wird, dann eben wieder aufploppt, ja, und plötzlich wieder so viele Leute auf der Straße sind. Genau das, was Sie andeuten, halte ich für das, was sich ereignen wird. Es gab Leute, die machten sich kurzzeitig Hoffnungen, dass dadurch, dass man montagabends demonstriert und dass sich quer durch die Republik und durch das christliche Abendland in anderen Ländern viele den Gida-Bewegung anschließen, die hatten die Hoffnung, es verändert sich, es verbessert sich etwas in ihrem Sinn. Und was sie erlebt haben, waren erstens, man nahm sie nicht ernst, wo man sie ernst nahm, bekämpfte man sie. Die Themen, von denen sie meinten, sie seien wichtig, wie Einwanderungsgesellschaft, Integration, kultureller Wandel, das waren keine Themen und bewirkt haben sie auch nichts, weil auch ihre Anführer nicht in der Lage waren, präzise Positionen zu entwickeln, quasi plebiszitär beglaubigen zu lassen, sich mit persönlicher Autorität auszustatten, um damit irgendjemand ins Gespräch zu treten. Also man erlebte das Ganze versandete, verlor sich. Und dann hat irgendwann auch die Lust, ein Ende am Montag auf die Straße zu gehen und früher sich anfeinden zu lassen und jetzt immer die gleichen Leute zu treffen und sich auf die Schulter zu klopfen und allmählich der Vergeblichkeit des ganzen Unterfangens einsichtig zu werden. Und das heißt, das Ganze wird jetzt nach der Schlussparty, nach der OB-Wahl versandern. Die Leute gehen nach Hause, sie hegen einstmal noch die Hoffnung, dass in Gestalt der AfD sie eine alternative Partei zum Wählen hätten. Ob das so kommt oder nicht, das wissen wir nach dem Bundesparteitag besser. Gut, wahrscheinlich auch noch nicht, aber etwas besser als jetzt. Wenn die AfD sich auch noch zerbröselt, ja, dann haben wir das Nichtwählerlager weiter gestärkt. Und meine Aussage ist ganz einfach die, hier haben wir, ich sage es in einem provozierenden Bild. Es wird immer davor gewarnt, am rechten Rand zu fischen. Das ist ganz furchtbar.
Aber die Fische am rechten Rand haben Wahlstimmen. Das sind Wähler, die Fische am rechten Rand. Und wenn nicht die den Staat klar tragenden Parteien diese Fische fangen und ihre Stimmen fangen, dann sind diese Fische fangbar für Populisten gleich welcher Art. Wir sind in Deutschland zu Recht stolz darauf, dass wir keine rechtspopulistische Partei haben. Das ist aber eine gigantische politische Leistung, die nicht selbstverständlich ist. Sie wurde nur dadurch erreicht, dass hinlänglich viele Parteien sich die Mühe machten, die rechten Fische selbst zu fischen und sie nicht anderen Menschenfängern extremistischer Gesinnungsart zu überlassen. Wenn wir jetzt die Fische einfach schwimmen lassen und sagen, wie schön, dass ihr jetzt nicht mehr aus dem Wasser springt, sondern verschwunden seid, dann brauchen wir bloß, brutal gesagt, ein, zwei salafistische Anschläge, sei es in Deutschland oder im benachbarten Ausland. Wir brauchen bloß Misshelligkeiten und zwischen Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen und vielleicht auch zwischen ihnen und Deutschen. Und sofort ist die brisante Mischung da. Und wenn es dann einen Menschen gibt, der tüchtiger und vorzeigbarer ist als Bachmann, dann funktionieren auch die ganzen personenbezogenen Ausgrenzungsstrategien nicht. Stellen Sie sich vor, die Frauke Petri wäre Bachmann. Es hätte vieles nicht funktioniert, sie hätte auch anders geredet. Achtung, ich bringe jetzt nicht die Petri in die Position, Pegida-Bossin zu sein. Aber ich will klar machen, dass dieses Land auch viel Glück hatte, eine so schwache und unansehnliche Organisatorenfigur in Gestalt von Bachmann zu haben. Das kann das nächste Mal anders aussehen. Und deswegen fand ich diese ganze Strategie, auf Ausgrenzung zu setzen, die Symptome zu bekämpfen und die Ursachen nicht anzugehen, für so grottenfalsch, für so völlig in die Irre führen und für so unheilsam für unsere pluralistische Demokratie. Bevor wir jetzt nun weitermachen, rate ich mit Blick auf die Rednerliste für noch prägnanteres Statement bei der nächsten Frage. Sie wollten sagen, noch kürzere. Da war noch die zweite Frage, nämlich nach der politischen Selbstverortung, inwiefern es da Verzerrungseffekte geben kann. Und in der Tat kamen dann im Nachgang der beiden Befragungen nicht wenige Interviewer auf mich zu und haben gesagt, Herr Eichert, mir hat jemand geantwortet, er hat das letzte Mal die NPD gewählt, will sie auch wieder wählen und verortet sich auf einer 3. Das hatte auch leichte Effekte auf die Selbstverortung unserer Interviewer, dass sie gesagt haben, ich würde mich eigentlich auch auf einer 3 sehen, aber nachdem ich das erlebt habe, setze ich mich natürlich auf die 2 oder auf die 1. Hätten wir auch nur diese einzelne solitäre Einstellungskomponente, dann wären diese Verzerrungen natürlich auch vorhanden. Aber dadurch, dass wir in dem Fragebogen in etwa 30 unterschiedlichste Einstellungen abgefragt haben, die eben auch aufzeigen, wie die politische Orientierung ausgeprägt ist, kann man dann in der Gesamtschau, im Gesamtbild dann doch relativ deutlich feststellen, ob jemand rechtsradikal orientiert ist oder eben nicht. Ja. Heinrich Görber, Sächsische Zeitung. Noch eine Frage zu den unansehnlichen Organisatoren. Welchen Teil oder welche der drei Gruppen, die Sie aufgeteilt haben, repräsentieren denn die Organisatoren? Das ist meine eine Frage. Die andere Frage ist, wie groß ist denn Ihrer Einschätzung nach der Anteil der Dresdner Bürger, die dort repräsentiert werden, also im Hinblick auf die anstehende Oberbürgermeisterwahl, was ist da das Potenzial, was zu erschöpfen wäre? Und eine dritte Frage, die in eine andere Richtung noch geht, inwiefern gibt es Bestrebungen rechtsintellektueller Kreise, diese Pegida-Bewegung jetzt aufzufangen und für ihre Ambitionen zu nutzen? Punkt 1, wo würde ich die Organisatoren ansiedeln? Ich würde sagen, zwischen dieser Hauptströmung xenophobe Patrioten und diesen rechtsradikalen Xenophoben, da in diesem Übergangsbereich, da würde ich sie sehen. Indiz dafür ist, dass insbesondere auch, also dass beide Gruppen, von denen ich jetzt spreche, die Leistung von Bachmann besonders würdigen. Sie erkennen sich in ihm und seiner Tätigkeit wieder. Das ist die empirische Basis dieser Einschätzung, neben dem, was aus den Rednern, die er organisiert und wie mit ihnen umgeht, zu entnehmen ist. Die zweite Frage war, welche Anteile der Dresdner von den einzelnen Gruppen repräsentiert werden. Die muss an meinen Kollegen Donsbach gestellt werden. Das lässt sich nur durch eine repräsentative Bevölkerungsumfrage abgreifen. Das kann er bestimmt methodisch tun. Und sollte eine andere Dresdner Zeitung ihn auch mit dem Auftrag dafür versehen oder auch die noch andere Dresdner Zeitung, dann wird Wolfgang Donsbach bestimmt glücklich sein, genau Ihre Frage zu beantworten.
was den Versuch von, wie Sie sagten, Rechtsintellektuellen betrifft, Pegida oder Pegida-Gedanken einzubinden, habe ich keine Ahnung, ob es solche Kreise gibt. Das, was ich weiß, ist, dass man in der AfD schon weiß, dass das eigene Elektorat so tickt, wie Pegida-Leute ticken. Und im Umfeld der jungen Freiheit, die ja eine Zeit lang sozusagen das neue Deutschland der AfD zu sein schien, gibt es natürlich die konservative Bibliothek und die entsprechenden rechtsintellektuellen Kreise herum, wo diese Phänomene sehr intensiv bedacht und auch immer wieder in der Jungfreiheit in Artikeln thematisiert werden. Also es kümmern sich manche darum, aber ich glaube, es wäre besser, wenn von der Böll-Stiftung über die Ebert-Stiftung, über die Adenauer-Stiftung sämtliche sich damit befassten, was denn im Untergrund oder im Wurzelwerk unserer repräsentativen Demokratie hier an Verstimmungen zwischen dem Volk und seinen Vertretern der Bevölkerung und ihren Eliten schiefläuft. Und diese Segmentierung, das ist ein Thema nur für Rechte und ein anständiger Mensch befasst sich damit nicht, das ist fatal für unsere politische Kultur, das widerspricht auch den Leitgedanken pluralistischer Demokratie. Frage. Ja, Martin Fischer, noch einmal. Im Prinzip wurden meine Fragen auch eben schon beantwortet. Eine letzte eigentlich noch, und zwar sagen Sie, stellen Fakten dar und die Schlüsse müssten wir ziehen. Gleichwohl geben Sie uns auch Fragen vor, die wir uns zu stellen haben, um zu den Schlüssen zu kommen. Und da ist zum Beispiel bei der Einbruch um die Ablehnung von Ausländern insgesamt geht die Frage, Rassismus oder genug ist genug. Ich sehe da keinen großen Unterschied, weil beides führt zu Rassismus. Oder? Das ist eine Interpretation, bei der Sie nicht behelligen will. Nein, deswegen, ich denke, die Fragestellung, ich habe ja Ihre, oder missinterpretiere ich Ihre Intention bei der Auswahl der Fragestellung. Also, als ich mir intensiv die Korrelationsprofile angesehen habe, erkennt man schon, dass es für die Pegida-Leute zweierlei ist. Man ist nicht einfach gegen Ausländer, weil das andere Leute sind, sondern man sagt, eine bestimmte Menge kann eine Gesellschaft, ohne sozusagen ihren Charakter zu verändern, verkraften. Aber es gibt so eine Sättigungsgrenze, wo dann sozusagen die Bevölkerung ja, sich sehr stark verändert und sozusagen in der gleichen Stadt eine andere Bevölkerung lebt. Beziehungsweise es ist eine Minderheit, aber man ändert die Spielregeln des Zusammenlebens, der Minderheit will dann. Das heißt, das Argument von vielen und die Sichtweise von vielen ist, wir haben in der Tat nichts gegen Ausländer, aber müssen sie ausgerechnet bei uns leben. Etwas holzschnittartig überdreht. Und dann ist es eben doch zweierlei. Die Sache mit dem Rassismus und dem Gefühl, jetzt gibt es zu viel. Ich meine, selbst wer gerne Rotwein trinkt, hat dann irgendwann den Eindruck, es reicht jetzt. Das nächste Glas muss nicht sein. Das Beispiel ist banal, aber es zeigt genau an, was im Gefühl von vielen Pegidianern vonstatten geht. Ein bisschen Rotwein ja, aber nicht so furchtbar viel. Wenn ich noch kurz Anschluss fragen darf, nach Vorlage der letzten Studie sind Sie auch aus Wissenschaftskreisen ja attackiert worden. Man hat ihn als Pegida-Versteher genannt und ihm vorgeworfen, dass Sie diese fremdenfeindlichen Stimmungen in der Pegida verharmlosen in Ihrer Interpretation. Hat diese Kritik Einfluss auf Ihre zweite Studie gehabt? Nicht den mindesten Einfluss, weil sie war unfundiert und an der Sache vorbei. Das Stichwort war ja faktenfreie Pegida-Versteherei. Erstens, niemand verfügt über mehr Fakten über Pegida als ich. Und von Anfang an, weil ich habe mich ja nicht in den Medien geäußert, ohne Pegida zu kennen, sondern meine Studenten waren die ganze Zeit dabei, dann war ich dabei. Es gab keinen, der sich geäußert hat, der mehr von Pegida wusste als ich. Und in der Tat, ich habe auch Pegida verstanden, dass manche Leute, die nicht verstanden haben, worum es geht, stolz darauf waren, etwas zu beurteilen, was sie nicht verstanden haben. Das fand ich immer schon für merkwürdig, dass dieses Ganze als intellektuelle Ungeschicklichkeit, um es milde zu sagen, so vielen anderen nicht auffiel, das habe ich immer etwas denn wie schon Schumpeter schrieb, sobald es um Politik geht, sinkt die intellektuelle Leistungsfähigkeit von Menschen dramatisch ab. Und damit sind wir beim anderen Punkt. Nachdem so viele Leute einfach wussten, was Pegida ist, wollten sie es partout nicht akzeptieren, dass andere Leute das, was sie wussten, in Frage stellen. Entsinnen Sie sich des großen Aufschreis, der gegen meinen Kollegen Vorländer entstanden ist, als er seine Ergebnisse präsentiert hat, dass das nicht unterschichtiger Mob ist, sondern Leute, die durchaus ausgebildet sind und so weiter. Das konnte nicht sein. Es ist das Revoltieren gegen die Tatsachen. Aber schauen Sie, das muss man dann eben auch hinnehmen. Im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert waren die Leute überzeugt, dass es Hexen gibt. Ganz klar, es gibt Hexen und da sieht man doch eine sitzen. Wenn jemand sagte, nee, Hexen gibt's nicht, ja, dann hat er sozusagen Hexen verharmlost. Er hat der Hexerei Vorschub geleistet.
Er musste ausgegrenzt werden aus den Reihen derer, die für eine anständige Gesellschaft stehen. Also, über sowas ist man hinweg, wenn man sich ein wenig in der Geschichte auskennt. Dass es gleichwohl schade ist, dass viele soziale Beziehungen gestört worden sind durch derartig intellektuell aus der Waage geratenes Verhalten, das ist auch wahr, aber das hat mich weder verändert, noch in dem, was ich tue, irgendwie beeinflusst. Die letzte Frage bitte. Stan Hornig von der Bild-Zeitung. Ich habe, Herr Patzelt, noch eine Frage zum Thema, welcher Partei vertrauen Sie am meisten? Jetzt stand ja die Kandidatur von Tatjana Festerling schon vor dieser ersten Umfrage im April fest. Ist das damit sinngemäß, dass dieses Ergebnis für keiner ist? Das gleichzeitig heißt Tatjana Festerling, oder wie kann man das interpretieren? Nee, Tatjana Festerling ist ja keine Partei, das ist eine Kandidatin für das Amt des Oberbürgermeisters. Die Pegidianer kamen nicht auf die Idee, auf die Frage, welcher Partei vertrauen sie am meisten, zu sagen, Tatjana Festerling, außerdem ist ja die Pegida selbst keine Partei. Nö, also, das ist eine andere Sache, und viele Pegidianer begreifen schon, dass die Nominierung von Frau Festerling im Grunde nur die künstliche Verlängerung des Lebens von Pegida bis zur Oberbürgermeisterwahl ist, und anschließend geht es in die Sommerpause. Manche freut sich drauf. Eine Frage haben wir dann doch noch. Oder schicke uns auch gleich meine. Schenke es mein Name, menschen.dresden.de. Sie haben in Ihrer vorletzten Folie geschrieben, leider und mit nachhaltigen Schäden ist es ziemlich anders gekommen. Nachhaltige Schäden welche und für wen? Also in Dresden sind viele Freundeskreise auseinanderdividiert worden, sind viele soziale Beziehungen gestört worden. Es ist das Klima in Dresden großenteils vergiftet worden über die Konfrontation zwischen Pegida und Nicht-Pegida. Und das Ganze wird vielen Leuten in Erinnerung bleiben. Und das meine ich mit nachhaltigen Schäden. Manche behaupten auch, dass jetzt Spitzenwissenschaftler nicht nach Dresden kämen oder Dresden verlassen würden, dass Dresden beim Tourismus nachhaltige Schäden habe. Auch das sind dann die Folgeschäden der mit unverhältnismäßigen Mitteln geführten Schlacht um Pegida und seine Präsenz im öffentlichen Raum. Das alles habe ich im Sinn. In 100 Jahren wird das alles vergessen, in 10 Jahren wahrscheinlich auch, aber für mindestens ein Jahr wird das alles noch nachwirken, wenn nicht länger. Und was an sozialen Zerstörungen angerichtet worden ist, das werden wir noch wesentlich länger sehen. Gut, damit sind wir am Ende unserer Fragerunde. Erlauben Sie mir noch 2-3 Schlussbemerkungen für die Journalisten. Wenn Sie Interesse haben, die ausgedruckte 100-seitige Studie, das gesamte Konvolut, können Sie sich da noch wegnehmen. Dann gehe ich recht in der Annahme, Herr Patzelt, dass Sie im Anschluss noch für Einzelinterviews zur Verfügung stehen. Dem ist so. Es gibt auch schon die erste Anmeldung. Ja, dann bleibt es nur noch, uns bei Ihnen zu bedanken. Ich bedanke mich bei Ihnen auch im Namen des von Herrn Patzelt und dem ganzen Lehrstuhl. Nochmal besonderer Dank an alle Studierenden, die mitgemacht haben. An Ihnen liegt es, dass wir Ergebnisse präsentieren konnten. Und allen noch einen schönen Tag. Ich habe jetzt die Musik von
Ja, schön, ne? Nein,